Sorgenfalten in Limburg. Das Wasser hier kann krank machen. Und haben dort festgestellt, dass wir einen Pseudonymus in dem Trinkwasser drin haben. Ein Krankenhauskeim, hochgefährlich. Pseudomonas macht ganz gerne eine Lungenentzündung, Wundinfektion, Mittelohrentzündung bei Kindern. In ganz Limburg ist deshalb jetzt Wasserabkochen Pflicht. Bars, Restaurants, Privathaushalte, alle sind betroffen. Wenn es verkeimt ist, macht man sich schon Sorgen und Gedanken darüber, warum und wieso und weshalb. Besonders gefährdet Krankenhäuser und Kliniken. Innerhalb von einer halben Stunde haben wir dann eine Krisensitzung zusammengerufen. Bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News der Hessenschau, erfahrt ihr heute alles, was ihr zu dem verkeimten Wasser wissen müsst. Ein Keim verseucht das Leitungswasser in Limburg. Pseudomonas aeruginosa, ein sogenannter Krankenhauskeim. Das stellt der lokale Versorger EVL bei einer routinemäßigen Wasserprobe fest. Ja, wir haben Kontrollen durchgeführt bei den unterschiedlichen Hochbehältern bei uns und haben dort festgestellt, dass wir einen Pseudonymus in dem Trinkwasser drin haben, haben das direkt an das Gesundheitsamt gemeldet und nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt haben wir mit der Chlorung des Trinkwassers begonnen. Das Chlor tötet zwar die Bakterien, nun gilt zur Sicherheit aber noch ein Abkochgebot, auch wenn man Lebensmittel abwaschen will oder Zähne putzen. Ist natürlich nicht so schön, aber ja, man schmeckt es auch. Ja, ich hoffe, dass es nicht so lange dauern wird. Im Café Meloni am Limburger Neumarkt bedeutet das einen deutlichen Mehraufwand für die Mitarbeiter. Also wie ich das jetzt gerade mache, kann ich das Wasser halt, also die Messbecher hier nicht mehr spülen. Ich kann sie nur in der Spülmaschine spülen. Crushed Ice wie Eiswürfel habe ich keins mehr da. Das Crushed Ice nehme ich nur noch, um Flaschen zu kühlen. Er hat sich vorher beim Gesundheitsamt informiert. Ich muss Wasser abkochen, um Gemüse zu waschen. Kaffeemaschine ist heiß genug, die hat 120 Grad, Spülmaschine 95 Grad. Bei gesunden Menschen mit intaktem Immunsystem und ohne offene Wunden ist der Keim weitgehend ungefährlich. Menschen mit Vorerkrankungen sind allerdings gefährdet. Und es besteht eine hohe Resistenz gegen diverse Antibiotika. Deshalb war man im St. Vinzenz Krankenhaus sofort alarmiert. Wir brauchen in jedem Bereich Wasser, angefangen über die Küche, die Patientenversorgung, im OP, in der Sterilisation, in jedem Bereich brauchen wir Wasser und es muss Trinkwasserqualität haben. Erkrankt ist hier bisher niemand. Damit das so bleibt, wurden für über 1000 Euro spezielle Filter für die Wasserhähne bestellt. Zum Beispiel einen Entnahmehahn, Wasserhahn, wo sie Wasser abzapfen, zum Beispiel für die Patienten zu versorgen mit einer Waschung oder so irgendwas, dann brauchen sie so einen Filter. So gilt zum Beispiel der Neugeborenenbereich als Hochrisikobereich, wo wir auch ständig Filter davor haben. Damit, weil Neugeborene noch keine Abwehrmechanismen haben, haben sie da dann ganz einfach diese Funktion halt schon ganz schnell, dass was passieren kann. Im schlimmsten Fall kann der Keim Lungenentzündungen auslösen und schwere Wundinfektionen bis hin zur Blutvergiftung. Der Keim ist derzeit im gesamten Leitungsnetz verbreitet, so die Experten. Wie lange noch abgekocht werden muss, ist offen. Das hängt also jetzt davon ab, wie die Proben in Limburg sich weiterentwickeln. Das heißt, sobald wir natürlich wieder gute Proben haben von unserem Institut, geben wir das weiter ans Gesundheitsamt und das Gesundheitsamt wird dann sagen, okay, jetzt können wir so langsam das Chlor wieder ausschleichen. Wie der Keim ins Wasser kam, unklar. Möglicherweise durch eine Baustelle an einer Wasserleitung. Gab es bei euch auch schon mal eine ähnliche Situation? Schreibt's uns in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da.